Eine gut trainierte Armmuskulatur ist das Allerwichtigste beim Armdrücken. Die Kraft muss aus der Hand, dem Handgelenk, den Fingern und Unterarmen kommen. Aber auch ein gut entwickelter Bizeps und Trizeps ist wichtig, um zu gewinnen. In diesem Video sehen wir uns sehr starke Menschen, die Meister dieser Sportart sind, an. Du wirst überrascht sein, wer es hier auf Platz 1 schafft. Aber werfen wir zuerst einen Blick auf die anderen 9 Teilnehmer, die nur allzu eifrig darauf aus sind, ihr Können unter Beweis zu stellen. Denis Tschiblenkow. Wenn wir über Denis reden, sprechen wir über den Mann mit den größten Händen der Welt. Die perfekte Sportart für diese Hände ist das Armdrücken. Denis wurde in Krivoi Rog, Ukraine, geboren und wirkt durch seine große Statur und diese kolossalen Hände einschüchternd. Er ist 1,86 Meter groß, wiegt 140 Kilo und hat wahrscheinlich auch den größten Bizeps in Russland. Wenn ihr wissen wollt, wie stark er ist, versucht einfach, eine Walnuss mit 2 Fingern aufzubrechen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob es euch gelungen ist. Joyce König. Viele Menschen haben den Wunsch, Anwalt oder Polizist zu werden. Nun lernen wir eine einzigartige Familie kennen, die aus 3 Generationen von Armdrückern besteht. Joyce King ist 13-fache Weltmeisterin und auch ihre Tochter Jessica und ihre Enkelin Josie teilen dieses Interesse, genau wie ihre Mutter und Großmutter. Laut Joyce ist das Armdrücken in der Familie tief verwurzelt. Das Familienmotto lautet: einmal ein Armdrücker, immer ein Armdrücker. Alle trainieren mit und gegeneinander und auch wenn Jessica und Josie diese Sportart lieben, haben sie noch lange nicht den Erfolg von Joyce erreicht. Erst im späten Alter von 30 Jahren begann sie ernsthaft mit dem Armdrücken. Die ersten paar Kämpfe waren recht einfach, denn ihre Gegnerinnen waren kleinere Frauen, die nicht so athletisch gebaut waren. Nach und nach bekam sie mehr Selbstvertrauen und beschloss, den Sport ernst zu nehmen. 2003 gewann sie ihren ersten Weltmeistertitel und es folgten 12 weitere. Ihre Tochter und ihre Enkelin haben noch einen langen Weg vor sich. Travis Bagent. Die meisten Athleten kämpfen nur mit einem Arm. Travis the Beast Bagent ist das einzige Superschwergewicht der Welt, das die Weltmeisterschaft sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm gewinnt. Seinen ersten Weltmeistertitel gewann er 2002 und er benutzte auch hier beide Arme im Wechsel. Seitdem hat er jahrelang an Wettkämpfen teilgenommen und 11 Titel mit dem linken Arm und weitere 6 mit dem rechten Arm gewonnen. Zusätzlich besitzt er ungefähr 35 nationale Titel. Er lernte den Sport von seinem Vater Jerry Boyd und trainierte in den 2 Bars seines Vaters mit verschiedenen Gegnern. Im Alter von 19 Jahren bestritt er seine ersten nationalen Spiele. Travis ist mehr als 20 Jahre im Sport aktiv und sein Ziel ist, bis zu seinem 90. Lebensjahr dabei zu bleiben. Grace Houston. Wenn man übers Armdrücken spricht, denkt man sofort an große Armmuskeln. Niemand kommt auf ein 12-jähriges Mädchen. Grace Houston ist aber nicht nur ein Mädchen, das beim Armdrücken gewinnt, sondern das auch noch ganz leicht aussehen lässt. Sie hat keinen großen Bizeps oder Trizeps, aber sie weiß, wie sie sich behaupten kann. Genau wie die beeindruckende junge Frau, die man hier später noch sieht, wurde auch Grace von ihrem Vater inspiriert, der ebenfalls diesen Sport ausübt. Das Wichtigste und Allererste, was sie lernte, war, wie sie es vermeiden kann, sich den Arm zu brechen. Kurze Zeit später nahm sie an ihren ersten Turnieren teil, bei denen sie sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm antrat. Die Zuschauer sind oft über Grace überrascht, weil sie gar nicht so stark aussieht und doch gewinnt sie nicht nur gegen Mädchen, sondern auch gegen Jungs in ihrer Altersklasse. Matthias Schlitte. Wenn man mit einer Anomalie am rechten Arm geboren wird, hindert einen das nicht daran, seine Ziele zu erreichen. Der deutsche Matthias Schlitte ist ein gutes Beispiel dafür. Er wurde mit einer Anomalie an seinem rechten Unterarm geboren, wodurch der Knochen 33% größer als der des linken Arms ist. Deswegen ist sein rechter Arm größer, was mich irgendwie an Popeye erinnert.
Für ihn ist dies keine Beeinträchtigung, im Gegenteil, es ist ein großer Vorteil für diese Sportart. Matthias hat seinen enormen Arm auf nützliche Weise eingesetzt und dadurch viele nationale und internationale Meisterschaften gewonnen. Sarah Beckmann. Sarah begann schon als junges Mädchen im Alter von 14 Jahren und ist heute eine der höchst dekorierten Armdrückerinnen der Welt. Das ist es, was sie erreicht hat. Sie ist achtfache Weltmeisterin im Armdrücken, achtfache Europameisterin und 11-fache schwedische Meisterin. Sie sagt, dass das Armdrücken ihr Leben positiv und vollständig verändert hat. Als sie jung war, war sie übergewichtig und wurde schikaniert. Sie schaffte es innerhalb weniger Jahre zu einer engagierten Sportlerin. Sarah hat nicht die typische Körpergröße und Figur, die man sich bei dieser Sportart vorstellt. Mit nur 1,73 Meter und einem Gewicht von etwa 78 Kilo gehört sie körperlich zu den kleinen Sportlerinnen. Jedoch sollte man sich vor ihren trainierten und muskulösen Armen in Acht nehmen. Georgischer Hulk. Levan Saginashvili, auch bekannt als der georgische Hulk, ist ein Armdrücker, der nicht nur mit seinen Bizeps sehr einschüchternd wirkt, sondern auch wirklich stark ist. Levan ist 7-maliger Weltmeister und 6-maliger Europameister im Armdrücken. Auch er gehört zu den wenigen, die mit beiden Armen unschlagbar sind. Er bekam den Namen Georgischer Hulk aufgrund seiner Körpergröße von 1,93 Meter und seinem Gewicht, das bei 170 Kilo liegt. Der einzige Unterschied ist, dass Levan nicht grün wird und immer groß ist. Erika Bengtsson. Als Tochter des schwedischen Nationalmeisters im Armdrücken ist es nicht verwunderlich, dass Erika Bengtsson mit der richtigen DNA geboren wurde, um auch in diesem Sport ein Star zu werden. Sie begann im jungen Alter von 7 Jahren mit der Teilnahme an Turnieren und hat seitdem dem Namen ihres Vaters alle Ehre erwiesen. Später heiratete sie den schwedischen Meister im Armdrücken Glenn Bengtsson und gemeinsam gewannen sie viele Meisterschaften in Schweden und Europa. Erikas Vater hat eine wichtige Rolle in ihrer Karriere gespielt, denn er hatte sie zur Ausübung dieses Sports inspiriert. Erika ist eine der leidenschaftlichsten und animierendsten Frauen in diesem Sport. Ihre aggressive Psycho-Up-Routine in Kombination mit ihrer energischen Kampfart macht sie zu einer Favoritin unter den Fans. Devon Larratt. Der Kanadier Devon Larratt darf auf der Liste der starken Armdrücker auf keinen Fall fehlen. Der fast 2 Meter große Mann, der 122 Kilo wiegt, ist einer der größten Armdrücker aller Zeiten. Er ist auch einer der beliebtesten Athleten in diesem Sport und hat sich seinen Namen wirklich verdient. Devon begann schon früh mit dem Armdrücken und setzte es während seiner Armeezeit fort. 2000 begann er an Meisterschaften teilzunehmen und 2008 besiegte er den legendären John Bjenk. Was macht ihn im Vergleich zu allen anderen so besonders? Er hält den Rekord, der erste Armdrücker zu sein, der Weltmeistertitel mit der rechten und linken Hand gleichzeitig gewann. Obwohl Larratt zahlreiche Meisterschaften gewonnen hat, musste er 2013 aufgrund einer Operation am rechten Arm und Ellbogen seine Teilnahme an Turnieren einschränken, da er nur noch mit der rechten Hand antreten kann. Und auch ihr könnt uns zeigen, wie stark ihr seid, indem ihr auf den Abonnieren-Knopf drückt und so keine News verpasst. Endlich kommen wir zur Nummer 1. Alexander Schoolboy Besyazykov ist ein junger Russe, der sich einen großen Namen gemacht hat. Fast jeder, der ihm gegenübersteht, wird von ihm besiegt und selbst Gegner, die viel stärker zu sein scheinen, müssen sich geschlagen geben. Im Alter von 16 begann er mit dem Armdrücken und schon 2 Jahre später stellte er sein Können auf dem Union Square in New York unter Beweis. Der damals 18-jährige Alexander Besyazykov hielt ein Schild mit der Aufschrift »Besieg mich im Armdrücken und erhalte $10« hoch. Viele Leute unterschätzten den jungen Mann und nahmen die Herausforderung an, doch bald merkten sie, dass Alexander viel mehr zu bieten hatte, als man zunächst annehmen würde. Ohne allzu große Anstrengung besiegte er einen Gegner nach dem anderen und die Menschen waren überrascht von der Kraft, die dieser junge Mann besaß.
Gegen welchen dieser Armdrücker würdet ihr es wagen anzutreten? Schreibt in die Kommentare, ob ihr stark genug seid, um einen unserer Top 10 zu besiegen. Wir sehen uns morgen hier auf dem Top 10-Kanal.